Willkommen in Grafenwöhr. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier bei Manuel Bauer und bei Hallo. Tobias Gebhardt. Servus. Der ein oder andere kennt die beiden schon. Manuel, eine Legende, würde ich fast behaupten. Manuel ist jetzt übrigens mein neuer Vorbereiter und wird mich quasi auf meine nächsten Wettkämpfe vorbereiten. Einmal in Lissabon am 12.07. und einmal am 26.09. in Prag. Darauf bereiten wir uns erstmal vor. In der Klassik Physik natürlich das erste Mal auf die Pro-Bühne und ich bin extrem froh, dass wir zusammenarbeiten werden. Aber heute wird uns erstmal Manuel durch ein Rückentraining jagen. Unsere Schwachstelle, ne? Rücken. Und deswegen bin ich extrem gespannt, was Manuel uns heute so zeigen wird. Wir haben schon ein bisschen vorher gequatscht, aber die ganzen Infos, die haben wir uns jetzt noch für euch aufgespart. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir gleich was mit dem Training. Ne? Genau, Rückentraining ist bei den meisten Bodybuildern eigentlich eine Schwachstelle. Oder ich sage immer so, der Rücken kann eigentlich nie gut genug sein. Auch bei mir war das immer eine Schwachstelle. Die meisten machen halt das Klassische, das soll man auch ruhig machen am Anfang. Den Rücken einfach mal natürlich bombardieren mit schweren Grundübungen, Klimmzügen, schweres vorgebeugtes Rudern. Wenn das funktioniert, kann man natürlich dabei bleiben. Aber bei vielen ist es so, die trainieren den Rücken extrem schwer. Nachteil dabei ist immer oder die Gefahr, dass man natürlich zu viele Nebenmuskeln einsetzt. Also häufig ist bei Leuten zu sehen, die eine gute Armentwicklung haben beispielsweise, die ziehen einfach zu viel mit den Armen weg. Ja. Und der Rücken bekommt zu wenig Belastung. Deswegen, wenn jemand Probleme hat, den Rücken zu entwickeln, dann muss er wirklich auch viel Wert darauf legen, dass er den Muskel einfach gut spürt. Das ist bei Rücken ganz, ganz wichtig. Und Rücken ist auch der Muskel, der meiner Meinung nach am allerschwierigsten überhaupt zu trainieren ist. Weil man eben extrem viel, teilweise unbewusst, abfälschen kann. Und dann halt der Zielmuskel, in dem Fall der Rücken, halt zu wenig Belastung abbekommt. Also wir fangen an mit Latzug, haben in der Untergriffvariation diese unteren Lat-Ansätze erwischt. Das ist auch ein großes Problem bei vielen Athleten, dass es da einfach fehlt. Dann machen wir so 2 bis 3 Übungen für die unteren Lat-Ansätze. Dann machen wir Übungen für die Mitte, sag ich mal, für die Dichte. Ja. Und ganz zum Schluss noch für die richtigen Lats, also für die Breite. Vorteil ist aber dann, dass man wirklich versucht, das Gewicht aus dem Latissimus zu ziehen und nicht aus den Armen. Ja. Darauf werden wir jetzt achten. Danach gibt es noch ein bisschen Bizeps. Da schauen wir auch noch mal rein. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Formcheck. Also Leute, ich sage, auf geht's. Ne? Auf geht's. Okay. Erste Übung, Latziehen mit Untergriff. Im Untergriff, also direkt so wieder. Genau, Mac-Griffe kennt ja inzwischen fast jeder, gibt es ja in jedem Studio. Und Wiederholungsbereichen machen wir heute eigentlich nichts unter 10. Also Minimum 10. Ne? Überwiegend einmal bei der Übung zwischen 10 bis 15. Okay. Genau, schon mal, wenn du runterziehst, richtig rein kontrahieren. Ne? Richtig, dass du hier richtig reinziehst. Ne? Die Mac-Griffe sind übrigens extrem zu empfehlen bei den Rückentraining. Ne? Absolut. Also ich denke, da kann man definitiv einige Schwachstellen schon mit ausmerzen. Hauptvorteil von den Mac-Griffen ist, dass man die Belastung wegnimmt vom Unterarm, ja, sich wirklich auf den Rücken fokussieren kann. Ja. Wenn man eigentlich das Gewicht nur in den 4 Fingern hält, sieht es in erster Linie erstmal so aus, als man extrem die Unterarme beansprucht, aber es ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Man kann wirklich den Fokus auf den Rücken legen. Vielleicht nur kurz zu den Pausen. Pausen, gerade wenn man zu zweit trainiert und jetzt bei Übungen wie Rücken, so einfache Übungen. Eigentlich, wenn der nächste fertig ist, kann der nächste wieder anfangen. Also man sagt, man macht im Schnitt circa die Pausen so maximal eine Minute ungefähr. Das reicht. Ja. Bei den allermeisten Übungen, wenn man jetzt nicht gerade schwere Kniebeugen macht, ist es ausreichend, circa eine Minute Pause zu machen. Letzter 20 Wiederholungen ungefähr, ne? Das ist einfach zwar so. Du ziehst 5, richtig rein kontrahieren, richtig anspannen. Ja. Die nächsten 5 machst du ökonomisch. Das heißt, du versuchst mit relativ wenig Krafteinsatz, die relativ locker, dass er ruhig ein bisschen schneller, runterziehen. Die nächsten 5 wieder richtig kontrahieren und die letzten 5 locker. Auch langsamer in der konzentrischen oder nur ganz unten schön mal? Also einfach beim Runterziehen richtig spannen. Okay. Ne? Okay. Da auch richtig reinkontrahieren. Okay. Dann wieder 5 locker, 5 richtig reinkontrahieren, die letzten 5 relativ locker. Okay. Oh, das brennt. Das brennt wie Sau.
Nächste Übung, Rudern im Sitzen. Auch mit Meckgriff. Ein bisschen eine andere Position, damit man auch die unteren Lats erreicht. Wenn man normal rudert, das klassische, so rudern ja die meisten, dann erreichen wir nicht ganz die unteren Lattansätze oder manche gehen sogar ein bisschen so zurück. Zwar wir rudern so in vorgebeugter Position, die Ellbogen nach innen klappen, so. Ja. Dann immer den Griff im Prinzip zum Bauchnabel ziehen. Und der Zug kommt aus den Schultern, ne? Das ist immer wichtig. So. In der Position bleiben. Ne? Okay. Mhm. Machen wir einen ersten Satz mit 20 Wiederholungen. Merkst du einen Unterschied? Ja, schon. Sehr. Geht auch deutlich schwerer, ne? So, der Griff ist nochmal wesentlich intensiver als der gerade, mit dem du einfach viel mehr aus dem Arm ziehen kannst, ne? Genau. Du merkst einfach die Isolation. In dieser leichten Untergriffvariante ist immer durch die Untergriffvariante, dass man mehr in die unteren Latten setzt. Ja, ja, so ist gut. Und streck Arme richtig nach vorne ausstrecken, genau. Latt ausstrecken. Okay. Also man muss beim Aldi sagen, ich habe mal viele Fotos von ihm studiert, also ein richtiges Defizit hat er eigentlich nicht. Also nicht so, dass ich jetzt sage, das ist eine eklatante Schwäche. Klar, Rücken kann ein bisschen besser sein, aber das ist bei vielen Athleten so. Der Rücken kann, wie ich gesagt habe, nie gut genug sein, aber er hat jetzt keine eklatante Schwäche, wo man sagt, da braucht man jetzt erstmal einige Monate, bis man das vielleicht hinbekommt oder manche Muskelgruppen sind dann auch genetisch, dass man sagt, die werden vielleicht irgendwie immer hinterher hinken. Das ist bei ihm nicht der Fall. Das ist auch im Prinzip seine große Stärke. Das ist relativ hoch. Ja. Und dann wirklich schauen, Ellbogen und Schultern richtig nach hinten bringen. Man könnte es im Prinzip auch so machen, aber dann zielst du auch mehr so auf den oberen Rückenbereich, wenn du ein bisschen dich zur Seite ziehst, ziehst du Ellbogen richtig rein und Schultern, ne? Kommst du richtig auch an die unteren Lats. Es läuft sehr, sehr gut mittlerweile. Der Rücken ist voll, das Blut pumpt nur. Das ist natürlich ein ganz, ganz neues Training, aber auch, dass mir jemand mal zugeschaut hat und mir ein paar Tipps gibt, ist auch schon sehr, sehr lange her und das fühlt sich einfach wieder extrem gut an, noch 10% bewusster zu trainieren als vorher. Ich pausiere normalerweise nicht lang, aber die kurzen Pausen, die merkt man echt. Also die kurzen Pausen? Ja, das belastet, aber positiv halt. Das ist auch ein Punkt, aber viele heutzutage, die machen die viel zu lange Pausen. Ja. Wenn man sich mal die Mühe macht und guckt mal zwischen den Sätzen auf die Uhr, dann machen Leute teilweise 4-5 Minuten Pause. Das ist eigentlich kein richtiges Training. Was machen Leute in den Pausen auch, ne? Genau. Sie wechseln 5 Minuten lang die Musik. Genau. Wenn du Gewichte verwendest, wo du zwischen jedem Satz 5 Minuten Pause benötigst, dann sind das eigentlich keine Trainingsgewichte. Das war zu viel, ne? Dann ist das einfach zu schwer. Also man muss eigentlich bei so normalen Übungen, ich rede jetzt nicht von Kreuzheben oder Kniebeuge, da brauchst du durchs Beatmen einfach mehr Pause, aber bei so einfachen Übungen muss man eigentlich ein Gewicht oder sollte man ein Gewicht wollen, wo man imstande ist, dass man nach einer Minute Vollgas weitermachen kann. Das kann man auch relativ schnell trainieren. Also ich habe mir das auch antrainiert, ich kann das durchziehen. Und zwar, ich trainiere Volumen, ich mache Rücken teilweise 7 Übungen und mache das in dem Tempo durch. Du merkst dann mit der Zeit, du wirst stärker. Und wenn du stärker wirst,
Also sprich, wenn du das gleiche Gewicht mit weniger Satzpausen ausführen kannst, dann hast du auch eine Intensitätssteigerung oder den Körper einen neuen Reiz verpasst. Reiz oder Intensität geht nicht nur immer über das Gewicht, indem man versucht, immer mehr Gewicht zu machen, sondern wenn du das Gewicht mit kürzeren Satzpausen bewegen kannst, dann wirst du stärker. Dann wirst du stärker, genau. Das ist Progression. Das war auf jeden Fall gerade kein Nutzen einer Pause. Das war gerade nur sehr informativ. Zum Erklären. Also wir haben jetzt die ersten drei Übungen, war der Fokus stark so auf die unteren Latansätze. Und jetzt haben wir eine Übung, die ziemlich hier im mittleren Rückenbereich geht. Genau. Manuel hat mich gerade gefragt, wie viele Sätze und wie viel Sätze ich im Rückentraining mache und wie lange es dauert. 1 Stunde und 4 Sätze, habe ich gesagt. Bei Manu ist es 1 Stunde und 7 bis 8 Übungen. Ich korrigiere mich. Bei mir sind es 4 Übungen, bei ihm sind es 7 bis 8 Übungen. Für den Rücken 1 Stunde. Da sieht man mal, was Training bedeuten kann. Nimmst du Zughilfen? Kaum. Normalerweise, ja. Nein. Würde ich dir empfehlen. Wenn du jetzt das klassische Problem hast, wenn du das Gefühl hast, die Unterarme gehen zu, dann ist ja das ein Zeichen, dass teilweise der Rücken eigentlich noch kann, aber du das Gewicht nicht mehr halten kannst. Ich hätte sonst noch mal, glaube ich, längere Pausen, deswegen ging das dann halbwegs. Ne? Aber jetzt ich kann dir welche geben. Ich gebe dir welche. Ja, danke. Weil das ist einmal so ein Argument bei manchen, ja, dann wird ja die Griffkraft schwächer. Ja, aber ich trainiere Rücken nicht, um die Griffkraft zu stärken, sondern ich will meinen Rücken trainieren. Ich habe Leute Angst, dass die Unterarme nicht wachsen, aber... Genau. Das kommt, passt nicht immer. Genau. Also wir machen jetzt die Übung für den oberen Rückenbereich. Man kann das natürlich auch machen, wenn man jetzt die Ellbogen mehr nach oben hebt, dann geht es aber sehr stark auf den Trapez. Also die Ellbogen bleiben trotzdem nach hinten. Ne? Ja. Du merkst es jetzt eigentlich hier. Wenn du ganz oben bist, ne? Hast mit der Brust ein bisschen vom Polster weg. Und dann hast du jetzt das Gefühl, dass du die Luft so abdrückt. Ja. Ganz leicht, Brust raus. Jawohl, komm, auf. Jawohl. Feuer, komm, auf. Nee, komm. Das Gefühl ist sehr, sehr gut, aber noch. Ich spüre super. Ich habe beim zweiten minimal enger gegriffen. Hat sich sofort besser angefühlt. Ja. Also einfach ein bisschen ausprobieren mit der Griffkraft. Jeder hat einen unterschiedlichen Winkel, wird der Muskel besser. Immer wenn du das Gefühl hast, bringst die Ellbogen nicht mehr weit zurück. Ne? Oder ganz wichtig eigentlich bei jeder Rückenübung, du musst versuchen, als ob du die Schulterblätter zusammenziehst. Wenn du das nicht mehr schaffst, was viele machen, die machen dann so halbe Bewegungen, dann lieber leichter und richtig nach hinten kontrahieren. Ja, das ist aber so ein bisschen Schwung nach ziehen, lieber kontrahieren als halb. Ne? In Grafenwörsen die Gewichte ein bisschen schwerer als in Berlin. Aus dem Latt. Du ziehst das Gewicht aus dem Latt. Ja. Ich gebe dir mal einen Tipp, wie du das besser ansteuern kannst. Wenn du mach einfach die ersten 2-3 Wiederholungen. Nur mal so, nur aus dem Latz, weil gefühlt nur so kurz ist. So, schau mal. Ja, siehst du das? Schulter runterziehen. Ne? Genau, Schulter runterziehen. Ja. Wenn du das im Gefühl hast, dann ziehst du richtig. Ja.
Weil viele, die ziehen den ersten Teil aus die Arme so. Ne? Ja. Du musst das Gefühl dabei aus den Schultern, aus dem Latt ziehen. Ja. Gefühlsmäßig gut. Das Volumen im Rückentraining war jetzt brutal. Wir haben, wie viele Übungen haben wir eigentlich gemacht? Sechs. Und das ist noch sehr wenig gewesen. Also wir hätten auf jeden Fall noch zwei machen können, aber wir beide sind schon echt am Ende. Der Rücken ist voll. Das Volumen ist echt heftig, deswegen haben wir uns jetzt gegen ein Bizeps-Training entschieden. Mein Volumen im Rücken und im Bizeps, das bringt gar nichts mehr. Deswegen holen wir das bestimmt mal ein anderes Mal nach. Dafür haben wir noch genug Möglichkeiten. Den Formcheck seht ihr dann im nächsten Video.